bin jung und wegen des Kriegs, der in unserem Land in Syrien herrscht seit Anfang 2011 und wegen die Bedingungen, die auch herrschen, die schlechten Bedingungen, habe ich mich entschieden, mein Land zu verlassen und in Deutschland mein neues Leben finden. Vor einem Jahr, ich war auch in einer Unterkunft und das war ganz schwer für mich, weil ich habe die Muttersprache ist die Kurdisch und ich kann Arabisch und Türkisch auch, weil ich lerne in Syrien sowieso nur arabische Sprache, die Muttersprache ist nur zu Hause. Und es ist so, wir haben immer schwierige Zeit gehabt, weil wir haben immer mit den Leuten dort in Unterkunft, nur Deutsch, sie haben mit uns gesprochen. Über die Kultur, über den Verkehr, über die alle Sachen. Und wir haben gar nicht bekommen, was bedeutet das? Was soll man machen? Bei verschiedenen Leuten habe ich schon mich angemeldet, ob können wir zum Beispiel mit der Muttersprache so ein Paket machen, zum jedes Unterkunft, zum Beispiel Afghanisch, Arabisch, Kurdisch, verschiedene Sprachen, Somalisch, Tigrinisch, zum Unterkunft gehen und lassen uns beraten und diese Leute beraten auf die Muttersprache. Sie müssen diese Kultur lernen. Die Leute, diejenigen, die fleißig sind, die etwas machen wollen in diesem Land, ja, die bewegen sich. Also München, finde ich, ist abwechslungsreich. Man kann jede Kultur der Welt sehen. Es gibt viele Leute, viele Kulturen, die in München wohnen. Sie akzeptieren einander, sie lieben einander, sie sind offen. Und das freut mich. Das macht mich so, ich verstehe die Welt besser. Und ich verstehe mich selber besser. Dass Schlüssel zur Integration in erster Linie Begegnung ist. Wir brauchen einfach die Möglichkeit, die Leute kennenzulernen. Ich verstehe, dass Ängste bestehen. Angst vor Fremden ist, glaube ich, natürlich. Der richtige Weg ist dann einfach, das Fremde kennenzulernen und darauf die Ängste abzubauen. Aber dazu braucht es Gelegenheiten und es ist gar nicht so trivial, wie sich's anhört. Und der Gedanke, dass die Stadt einen Raum dafür bietet, den fand ich super toll. Ich finde es auch einen ganz angemessenen Rahmen, hier im Rathaus das zu bieten, in einer Gruppe zu diskutieren mit Personen, die man nicht kennt und das auch immer wieder durchzumischen. Dadurch bleibt eine Offenheit bestehen. Das fand ich einen tollen Gedanken und ich fand, es ist auch sehr, sehr gelungen. So fun and new people, the new faces. Different stories, different countries and different cultures also. It's really amazing. We really like it, yeah. Irgendwo machen zum Beispiel, so, damit wir die Flüchtlinge können, die Deutschen zum Beispiel treffen und die anderen kennenlernen, yeah. Dann man reden kann und die Kultur auch lernen und so weiter. Yeah. Ich finde das gut. It's nice to know some other people from those, yeah. Und besonders jetzt bei Anstrom der Flüchtlinge war sehr wichtig, so ein Austausch im Grunde in der Gesellschaft. Und so ein Wortcafé, im Grunde so ein Projekt, sollte auch den Politikern inspirieren, dass sie auch mit ihren Bürgern darüber reden, was die Bürger denken, dass sie einen Austausch auch mit allen Subjekten in einer Gesellschaft führen. Natürlich, das ist eine tolle Sache. Jemand, der von Offenheit erzählt hat, der gesagt hat, statt Integration sollte man das Wort Inklusion nehmen. Das heißt, dass etwas Neues eingeschlossen wird in etwas schon Bestehendem und dadurch sich was Neues, Ganzes, Rundes vielleicht ergibt.